Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Arietta of Spirits, weil es beim letzten Mal ja nicht so gut gepasst hat, diesmal aus dem Schnitt. Viel Spaß beim Schauen. So viel haben wir ja nicht mehr zu tun. Hat deine Mutter dir nicht gesagt, dass du bei der Hütte bleiben sollst? Tu besser, was sie sagt. Aber wollen wir nicht das Tagebuch zu Minerva bringen? Das muss ich noch erledigen. Danach komme ich gleich zurück. Warte, Ari! Und schon ist sie wieder weg. Und wir wollten noch was anderes machen. Wir haben alles gefunden. Hey, du hast den ersten Gegenstand gefunden. Ja, es ist ein Regenschirm. Hält dich bei Regen trocken. Oh Mann, das ist exotisch und schlau. Jetzt wünsche ich mir fast, dass wir im Geisterreich auch Regen hätten. Noch etwas? Schau dir das Menü Ziele an. Dort siehst du die Tipps, die ich dir gegeben habe. Ja. Der zweite Gegenstand. Ein sogenanntes Fernglas. Damit kann man wirklich weit in die Ferne schauen. Das ist ein Premium-Modell, ganz eindeutig. Dafür kriege ich einen Premium-Preis. Noch etwas? Ja, ja. Hast du etwa auch den dritten Gegenstand gefunden? Jawohl! Das ist ein Drachen. Der hängt, der Wind trägt ihn zum Himmel. Er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Vielleicht verkaufe ich ihn als Ausstellungsstück. Noch etwas? Das muss der vierte Gegenstand sein. Das ist ein Grubenhelm. Man kann damit im Dunkeln sehen, aber noch wichtiger ist, dass er den Kopf vor Steinschlag schützt. Ha, dann sieht er nicht nur toll aus, sondern ist auch noch nützlich. Modeartikel bringen in der Regel die höchsten Preise. Das ist nicht gerade ein... Ach, vergiss es. Das war's, das sind alle Gegenstände. Mitri, der Händler, hat sein Lager wieder mit den edelsten Waren an diesem Ende des Geisterreichs bestückt. Ich habe dir einen Bonus versprochen und das hast du definitiv verdient. Hier, ich gebe dir etwas für meine Energie. Das hilft dir bestimmt bei deiner nächsten schweren Aufgabe. Ui. Na, all meine süßen Baby-Welpen sind wieder da. Wie kann ich dir nur danken? Oh, ich weiß es. Ich gebe dir etwas meiner Energie. Das hilft dir bestimmt auf deinem weiteren Weg. Vorsicht, nur mit geeigneter Lichtquelle betreten. Aber wo ging es nochmal zu Minerva? Die war doch auch eine Höhle, ne? Ich glaube, da unten die Höhle ging, glaube ich, zu Minerva, oder? Ne, die ging woanders hin. Die ging ja nach rechts. Hier war da oben lang. Ja, wie süß. Hier komm. Na komm, geh raus. Ah, stimmt, hier ging es ja zu ihrer Hütte. Es war zwar der lange Weg, aber. Nee. Komm, jetzt verliere ich so viele Herzen, oder wie? Mal wieder heilen. Zu kurz vor Ende des Spiels. Ich glaube nämlich nicht, dass es noch so lange geht. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so lange geht. Hey!
Na? Oh, hier. Hi, Arietta. Was führt dich zu mir? Hi, Minerva. Ist alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen betrübt aus. Ich war gestern im Bergwerk und habe das hier gefunden. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst da wegbleiben? Ja, aber das solltest du vielleicht wissen. Was ist das? Ein Tagebuch. Warum gibst du mir das? Eigentum von Miles Melling. Den kenne ich. Er betreibt das Bergwerk. Jetzt sag nicht, dass du das gestohlen hast. Und das, was ist das jetzt? Eine niedergebrannte Hütte? Meine? Meine Hütte? Können Sie sich irgendwie noch daran erinnern, was passiert ist? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich? Ich. Das kann nicht wahr sein. Ich habe geschlafen. Dann bin ich aufgewacht. Wie kann das sein? Ich erinnere mich. Es hat gebrannt. Und ich konnte nicht hinaus. Überall war Rauch. Alles hat gebrannt. Ich kann nicht hinaus. Warum kann ich nicht hinaus? Ari, lauf jetzt! Ich bekomme keine Luft. Es brennt. Hilfe! Mach, dass es aufhört. Es brennt. Okay. Es ist ein bisschen hell nach dem dunklen Screen gerade. Wo? Ja, wo sind wir? Wo bin ich? Ari? Akko? Ari, hörst du mich? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Was ist los? Beruhige dich. Ich kontaktiere dich über den Ring. Siehst du? Minerva, das Tagebuch in die Hand zu geben, war vielleicht doch nicht die beste Idee. Ihre ganze Welt ist gerade buchstäblich zusammengebrochen. Mit der ganzen Hütte ins Jenseits einzugehen. Und mit dir. Was? Bin ich tot? Nein, nein. Du warst aber in der Hütte und jetzt bist du irgendwie dazwischen gerutscht. Du bist an einem Ort, den wir das versunkene Reich nennen. Es ist eine Ebene, die unter eigentlich allem liegt. Die gute Nachricht lautet, dass du im Prinzip immer noch auf der Insel bist. Die schlechte ist, du bist ganz weit unten auf einer anderen Daseinsebene. Ari, jetzt hör jetzt genau zu. Du bist an einem gefährlichen Ort. Wir müssen dich so bald wie möglich dort herausholen. Als erstes muss ich zu dir kommen. Glücklicherweise hast du den Ring. Die Macht des Kanals führt mich direkt zu dir. Es wird allerdings ein wenig dauern, deshalb muss ich dich um Geduld bitten. Selbst so ein mächtiger Kanal wie dieser kann die Verbindung nach Hause kommen auch nicht erhalten. Diese Reise braucht sehr viel Energie. Was soll ich tun? Du sollst immer in Bewegung bleiben. Deine Anwesenheit dort unten wird unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wir sind zwar immer noch verbunden, aber wegen der großen Entfernung ist die Verbindung sehr schwach. Deshalb kann ich dir im Kampf auf keinster Weise helfen. Vorerst bist du auf dich allein gestellt. Aber du bist stark. Ich weiß, dass du das kannst. Und jetzt geh los. Und halte durch. Ich komme, sobald ich kann. Ja, irgendwie war das klar. Aber ich würde sagen, ich würde mal kurz pausieren, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Und der Part wäre normalerweise an dieser Stelle vorbei. Deswegen. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie lange das Spiel noch geht. Wenn es noch länger als 10 Minuten geht, dann muss ich das irgendwie schnitttechnisch anders regeln, aber sehen wir ja dann, ne? Mal schauen.
An einem ähnlichen Ort war sie doch schon mal. Ich dachte, ich hätte eine seltsame Energie in uns bemerkt. Wer ist da? Hallo? Okay. Komm schon, Ari. Akko hat gesagt, du musst immer in Bewegung bleiben. Oh. Na, Kleines, bist du ein bisschen weit, bist du ein bisschen vom Weg abgekommen? Ich sehe deinen Geistführer gar nicht. Jetzt sag nicht, dass du alleine hier bist. Oh, das ist so gut. Du bist das. Aus dem Bergwerk. Wie kommst du hierher? Oh, dann hat dir dein Geistführer gar nicht alles gesagt. Wusste doch, dass der Stalker was verheimlicht. Alle Wanderer, die du bei deinem kleinen Abenteuer vernichtet hast, sind jetzt hier. Für immer im versunkenen Reich gestrandet. Genau wie du. Na toll. Du bist am Ende. Ich sehe dich. Ah, du lästiges kleines Biest. Glaub ja nicht, dass es alles war. Stalker! Jetzt bring mich nach Hause. Akku, alles in Ordnung? Das sollte ich sagen. Alles in Ordnung, ich brauche nur ein bisschen. Es war anstrengender, hierher zu kommen, als ich dachte. Danke, ohne dich hätte ich... Du kannst dich später bedanken, wenn wir hier draußen sind. Es war derselbe Wanderer wie im Bergwerk. Aber er hat ja ganz anders ausgesehen. Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt nicht früher gesagt habe. Alle Wesen, die ihre Energie im Geisterreich vollständig verlieren, enden hier unten. Auch Geister von Menschen? Ich fürchte ja. Wir müssen weiter, er kommt bestimmt wieder. Und er bringt noch mehr von diesen versunkenen Wanderern mit. Was sollen wir tun? Komm mit, ich zeig dir was. Apropos. Na komm. Schau, siehst du das Licht? Ganz da drüben, weit weg. Ganz weit weg. Ja, ich sehe es. Was ist das? Es ist ein Wirbel aus reiner Energie. Selbst an den tiefsten, dunkelsten Orten, die Energien, die durch die anderen Welten fließen, strömen auch hier. Und das ist unser Fahrschein nach Hause. Wir brauchen möglicherweise Hilfe von außen, um das zu schaffen. Hm? Hilfe von außen? Komm, wir gehen dorthin. Apropos... Haben wir schließlich auch geschafft. Oh, wäre es da noch mehr gegeben? Oh. Ich hoffe, ich verpassiere nichts.
Ja, das ist, damit wir hier auch nochmal kämpfen, ne? Ich dachte, ich hätte was gehört. Ui. Na komm, geh weiter. Nein. Einfach weitergehen. Ach komm, bleib doch nicht an diesem blöden Ding hängen. Hopp. Na, wenigstens haben wir ein Herz bekommen. Oh, nein, sammel ein und hau ab. Einsammeln und abhauen. Okay. Oh nö. Weiter kommt ihr nicht. Hier drin könnt ihr uns nicht besiegen. Und entkommen könnt ihr uns auch nicht. Na super. Oh. Toll. Ja, ich glaube, wir sterben gleich erstmal, ne? Kannst du noch mal... Ah ja. Ja, das war so klar. Blub, 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 blub. Ja, komm. Das ist ein heftiger Bosskampf. Na komm. Sammel die Herzen auf. Los. Hui, ich krieg Besuch. Mitten im Bosskampf. So. Verdammt. Ah nö. Stimmt, da war ja was. Er macht wieder das. Arschgeige.
Kann er nicht die andere Attacke machen? So alles Kokolores. Na komm. Eine Rolle. Nein! Kriegt man mal ein Herzchen und dann das? Ja. Das wird noch eine Weile dauern. Oh, lauf mal nicht da rein. Nein! Verdammt. Ich habe gedacht, er macht die andere Attacke. Ich hatte gehofft, er macht die andere Attacke. Voll reingelaufen. Wieder diese Attacke. Mach nochmal die andere. Nein, weg da. Auch nicht die. Nein, weg da. Mach die andere. Ja, genau die.
Geht doch! Meine Güte! Blödes Mistvieh. Ihr seid stark, das muss ich zugeben. Aber wir haben genug gespielt. Oh nö! Das Gute daran, in den versunkenen Reichen gestrandet zu sein, ist, dass wir hier unten stärker sind. Unbesiegbar. Ja, natürlich, unbesiegbar. Na, ja. Natürlich. Wie fühlt sich das an, Geistführer? Ein bisschen leer vielleicht? Ach komm. Na, wenigstens das muss ich nicht synchronisieren, das haben sie schon. Sehr gut selbst eingesprochen. Mann, es tut ihm leid. Unser kleiner Stalker. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh. Kann sie nicht mehr beschützen. Aber ich kann... Oh nein, er will ihr doch helfen und sich opfern. Oh. Oh, nö. Oh nein. Nicht unser Stalker. Nicht unser Stalker. Ja, sag ich auch! Wir kommen zusammen hier hinaus. Genau, wir kommen zusammen raus. Naja, gut, ich höre dir zu. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber wenn du meinst... Oh, oh, guck mal, der löst sich schon auf. Oh. Ach, Mensch. Das war so klar. Ach Mensch, der Arme. Toll, wir hängen immer noch hier drin fest. Ja, ist weg. Na, der arme Stalker. Er kommt leider nicht mehr. Da war das Schwert. Oh. Aber du musst. Du musst das alleine machen. Oh. Lass mich raten, er steht gleich wieder auf. Oder es kommen andere. Natürlich. Das Schwert liegen lassen. Ist immer eine gute Idee. Ja, so schnell waren die auch wieder nicht. Du schaffst das schon. Ja, ein bisschen schwierig, ne? Oh nein, der Typ kommt wieder, ne? Ja, ich darf wieder selber steuern. Super. Weil ich sowas ja auch liebe, mit so Fluchtszenen und so. Ja, klar, natürlich. Ausweichen müssen wir auch noch. Oh, nein. Jetzt könnt ihr da mal ein bisschen... Nein!
bisschen dann Tempo weniger? Wie wär's? Mit Schritt halten und so? Hallo, ich brauch euch. Nein. Oh. Wird man einmal getroffen und dann wird man immer getroffen. Nein. Ja, ganz knapp. Das war doch geplant, oder? Das war doch sowas von gescriptet, dass das so knapp ist. Das kann mir doch keiner sagen. Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zu Hause. Ah, die Mutter wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, oder die Oma. Ach, die ist doch auch schon im Totenreich. Nee, warte mal, der Typ? Der Stalker! Oh. Ja, dann wach jetzt auf. Oh, doch die Oma. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, wir sind immer noch beim Haus der Hexe. Und da ist das Schwert. Sie ist hier. Ich hab sie gefunden. Und ohnmächtig. Neben dem Holzschwert. Hey, alles in Ordnung? Du solltest doch nicht mehr so weit in den Wald reinlaufen. Keine Sorge. Wir bringen dich zu deinen Eltern zurück. Tja, das gibt Hausarrest. Vor allem, weil du es versprochen hast. Ach ja, wir haben das Bike gefunden. Das war es dann wohl, ne? War eigentlich ganz süß. Kurz, aber süß. Ja, dann klinke ich mich mal so langsam aus. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder, bei was auch immer dann kommt, ne? Vielleicht dann wieder Nier, wenn ich es schaffe. Aber ja, bis dann. Bye.